Hallo zusammen und welcome back in the USA. Wir sind wieder hier auf unserer Elm Creek und der kommt wieder mal nicht vom Fleck hier. Er soll ja eigentlich verkauft werden. Jetzt geht das. Der ist auf dem Weg zum Verkauf. Wir gehen einmal durch. Hier wird Missions gegrubbert, der läuft. Der macht auch eine Mission hier. Ja, der steht, die stehen hier alle. Und ja, wichtig ist er hier. Mit dem wollen wir ja die Wasserbefüllung der Gewächshäuser testen, ob das funktioniert mit Autodrive. Das heißt, müssen wir mal gucken, ob der jetzt gleich beladen tut hier. Das ist ja der erste Punkt. Und ob er dann auch abladen tut. Ja, beladen geht schon mal. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber weißt du was? Wir machen hier mal schnell selbst weiter. Hauen wir das Feld hier mal kurz runter. Wir sind ja immer noch dabei, Grubber-Missionen zu machen und Geld zu verdienen. Und hoffen, dass wir das irgendwie möglichst problemlos schnell alles schaffen. Wir machen mal hier so ein bisschen am Rand längs. Wir wollen ja irgendwie an ein bisschen Geld noch kommen hier für unser tolles Game, damit wir vielleicht mal Kredit zurückzahlen können oder vielleicht doch noch ein Feld kaufen. Oder. Das müssen wir uns halt noch überlegen. So, auf jeden Fall ist der Duff jetzt on the way. Er ist voll mit Wasser. Eventuell, das können wir vielleicht auch noch ausprobieren, können wir ja unser Wasserfass dahinter hängen. Wobei der ist eigentlich so schnell. Ich glaube, das müsste so auch reichen. Aber es ist halt so ein Testversuch, ob das funktioniert. Weil dann würde ich nämlich wirklich sagen, dass wir unser Wasserfass abgeben. Dann machen wir das alles mit der Wechselbrücke in Zukunft. Wie gesagt, ist zwar ein bisschen weniger Volumen, aber ja, es sollte trotzdem gehen. So, die 52 ist zu 70% abgeschlossen. Das sind doch wir hier, oder? Ja, genau, das sind wir. So, dann müssen wir hier einfach den Rand noch ein bisschen machen. Machen hier mal das weg und das weg. Wir müssen nur irgendwann zum LKW hinspringen. Oh, das machen wir mal schnell. Wo ist der? Ja, guck mal, der ist schon fast da. Dann würde ich sagen, lass uns das einmal begutachten, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Ja, der haut sich da ganz schön in das Loch rein, aber es geht ja. Jetzt hoffen wir mal, dass der hier rumkommt. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Okay, da haben wir schon das erste Problem. Ja, halt, falsch. Hier müssen wir hin. Ja, wir müssen hier einfach ein bisschen weiter so raus. Ja, so richtig werden wir sehen, ob beim nächsten Mal, ob das funktioniert. Ja, machen wir mal aus. So, guck mal, hier hat er schon mal einmal abgeladen. Ein bisschen. Hier nicht. So, jetzt bei den anderen.
Hier lässt er Wasser ab. Und nochmal. Ne, komm. Beim letzten auch, bitte. Warum er da jetzt weiterfährt? Gute Frage. Aber es ist im Endeffekt auch egal. Er muss halt einfach nur, dann halt fährt er halt ein paar Runden mehr. Er ist nicht optimal, aber egal. Interessiert uns nicht. So. Jetzt fahren wir einfach hier das Vorgewende. Vielleicht reicht das schon. Wir sind bei, ja, 90% hier schon. Okay. Das sieht gut aus. Ich frage mich nur, warum der beim letzten Punkt nicht angehalten hat und komplett sich entladen hat. Oder, ah, guck mal, die 52 ist fertig. Perfekt. Perfekt. Weil wir müssen mal gucken, ob Gewächshaus 4 ist nicht voll. 1300 Liter. Nee, daran kann es nicht gelegen haben. So, Grubbern, Feld 52 ist abgeschlossen. 51, geht's weiter. Das muss doch hier irgendwo sein. Ja, komm. Bevor wir da lange suchen, fahr mal dahin. Ja, und hier, das läuft auch. Warum das heute so leckt, weiß ich auch nicht. Okay, der hat sich irgendwie ganz komisch hier festgefahren. Ja. Dann fahren wir dich zumindest mal schnell selbst noch darüber zum Händler. Dann verlässt uns dieses Gespann nämlich heute. Bremsen. Gut. Tschüss. Chip, 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 verkaufen, ja, und zurückgeben. So, das war's. So, 51 sind wir. Das müsste dann dieses da sein. Machen wir erstmal hier längs. Na komm, mach schneller. Nicht so. Bisschen hochschieben. Und los geht's. So, der Kollege auf der 35 ist auch schon bei 74%, also da kommen wir auch weiter. Ja, irgendwann schaffen wir es und haben alle Grubber-Missionen abgearbeitet, sofern da jetzt nicht noch mehr dazukommen. So, wir haben halt hier noch ein paar. Ich will sie wirklich alle wegbekommen. Und so lange werden wir es auch machen. Es sei denn, es wird zu dunkel. Wenn es jetzt ganz duster werden sollte, dann müssen wir da halt vorher abbrechen. Aber wir können ja auch noch im zweiten Teil des Februars weiterarbeiten. Das geht ja auch noch.
Komm runter, Robert. Ja, das sind auf jeden Fall die Gewächshäuser dann irgendwann mal komplett versorgt. Das ist ja die Hauptsache, die jetzt noch wichtig wäre. Und ja, alles Weitere ergibt sich dann vermutlich schon am nächsten Ingame-Tag. Weiß nur nicht, wo der LKW rumfährt, ehrlich gesagt. Das ist der LKW. Wieso hat der nicht aufgefüllt? Hä? Hatte der nicht vorhin noch 7000 Liter drin? Irgendwie macht der gerade wieder sehr komische Sachen. Also scheint er mit dem Wasserfass nicht so optimal zurechtzukommen. Wobei wir da klar auch viel später selbst machen können. Daher, wir werden das auf jeden Fall behalten, denke ich mal. So, 35 ist bei 91%. Ja, da können wir gleich mal schauen, wenn wir zurückfahren, welches Feld der dann als nächstes bekommt. Der geht dann auf die 40. Unser New Holland. So, Wasser wird abgeladen, wieder nur ein bisschen. Eventuell warten. Wir müssen mal was gucken. Der fährt jetzt und würde wieder zu den Gewächshäusern fahren. Ich glaube, ich kenne den Grund. Ich kenne den Grund. Weil der will, nachdem er bei 3, 4 war, denkt er fährt wieder zurück auf 1 und 2. Also wieder hier hoch. Da er aber keinen direkten Weg hat, geht das nicht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie hier einen Weg bauen. Und zwar von hier nach da. Und von da nach da. Dann könnte er hier drehen. Und ja, rein theoretisch hier rüber ja auch wieder drehen. Das heißt, normal könnte er jetzt hier reinfahren. Oder hier raus. Dann fährt er da rein. Nein, auch nicht. Naja, wir lassen ihn mal. Wir lassen ihn mal. Irgendwie wird es auf jeden Fall funktionieren, denke ich mal. Müssen wir beim nächsten Mal einmal schauen, wie es dann aussieht. Oh, Feld 35 ist fertig. Ja, was haben wir gesagt? Feld 40. Ja, dann machen wir das zu. Feld 40. Start frei. So, das heißt, wir können hier wieder Geld kassieren. 120.000. Es wird immer mehr Geld hier auf dem Konto. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Achso, jetzt steckt er hier fest. Oh Mann. Ja, jetzt hol du erstmal Wasser und fahr einfach. Fahr einfach, mach, was du denkst. Wie gesagt, später werden wir eher vermutlich mehr selbst die Gewächshäuser auffüllen.
Aber wir könnten es halt auch automatisch machen. Das war ja der Sinn dahinter. So, aber wir müssen wirklich gucken. Ja, rein theoretisch können wir doch auch jetzt nach dieser Folge schlafen gehen. Die Gruber-Mission, da wir ja immer noch im Februar sind, dürften ja da bleiben. Und dann würde ich nämlich im nächsten In-Game-Park sozusagen gerne weitermachen, weil es einfach zu dunkel wird. Ja, es ist im Stream sieht man, oder in der Aufnahme ist es dunkler wie in echt. Also ich habe es hier noch relativ hell. Aber wenn ich so mein Kontrollbildschirm angucke, merkt man schon, dass es doch düster wird. Das heißt, wir gucken, dass wir dieses Feld hier jetzt noch abgeschlossen bekommen. Und alles Weitere geht dann morgen in-game und morgen echt Tag sozusagen weiter. Das sehen wir dann. Dann wird es bestimmt auch wieder neue Missionen geben. Yay. Dann können wir wieder reinhauen hier. Vielleicht auch ein paar Pflügemissionen oder Düngen vielleicht. Wäre ja auch nicht das Schlechteste. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch, ja, 2,5, 3 Minuten. Und wir brauchen noch 23%. 4 Bahnen. Komm, auf geht's. Endspurt. Dann lassen wir den auch erstmal hier stehen und werden uns dann morgen gucken, wo wir den dann einsetzen. Der New Holland, der würde dann an der 40 stehen, fast genau, um da zu arbeiten. Und hier schauen wir dann, wie es aussieht. Okay, da fährt gerade unser New Holland vorbei. Wollte gerade sagen, das sieht doch aus wie mein Traktor da hinten. Ha! Lustig. So, wir sollten aber vielleicht mal, wie war das? Bisschen Licht anmachen hier, dann sehen wir auch mehr. So, 90%, 2 Minuten. Schaffen wir. Schaffen wir locker. Ping-Pong, der ist bei der 40. Okay, ja, morgen. Wir gehen gleich schlafen. Gucken vielleicht noch mal kurz zu den Wasser-LKW gleich hin. Was der jetzt da oben macht. Ich würde aber halt gerne gucken, dass wir hier auf jeden Fall noch durchkommen mit dieser Mission. So, 97%. Ja, komm. Einmal wenden. Und 98%, 99%, 100. So, hier. Er ist unterwegs. Das heißt, wir können noch schnell einmal hier Geld kassieren. Gut, das war jetzt nicht viel, 800 Euro. So, schaffen wir das noch, den kurz zu beobachten? Ich denke mal schon. Ich will nur noch einmal ein Bildchen gleich machen, wenn der hier ist. Oh, guck mal, da sind die ersten Paletten. Also zumindest hier ist eine Palette. Cool. Es läuft. Es läuft. So, dann machen wir hier einmal ein Bild. Danke. So, dann schauen wir mal. Erstmal kommt er hier jetzt um die Ecke rum. Das sieht schon mal ja, gut aus. So, hier hat er Wasser reingelassen. Hier nicht. Überall immer ein bisschen. Und hier fährt er jetzt irgendwie Vollstoff weiter.
Und wieso drehst du hier nicht? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch hier alles gemacht, damit du hier drehen kannst. Und hier darüber. Na ja gut, das gucke ich mir gleich nochmal an. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Schaut doch dann einfach gerne wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und sage einfach Tschüss, ciao und bis dahin.